Servus, liebe Fußballfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht im Hintergrund Aufnahmen aus dem Vlog von gestern. Schaut da gerne rein, falls noch nicht geschehen. Spiel gegen Straßburg habe ich für euch dokumentiert. Ist einiges passiert, war viel los für ein Testspiel. Jetzt gehen wir aber rein in die Spielervorstellung, die gestern noch auf der Haupttribüne stattfand. Ich wünsche euch dabei viel Spaß, abonniert den Kanal und bis bald. Okay, so Flimmi, ich glaube, wir sind bereit hier auf der Bühne. Frage an die Fans der Borussia hier im Biergarten, seid ihr bereit? Ja! Robin, rein zufällig stehst du jetzt hier. Ich habe nämlich vorhin gefragt, wen sollen wir interviewen, und recht überraschend fiel dein Name. Auch für dich verwunderlich? Nein, freut mich. Uns auch! Robin, wir haben so viel erlebt, ihr habt so viel erlebt, und wir haben heute nur den Auftakt der Saisoneröffnung, und es stehen noch zigtausend Menschen. Unfassbar, oder? Ja klar, ich freue mich auch auf morgen. Was ist morgen? Ja, morgen sind wir wieder hier. Morgen seid ihr wieder da, okay. Weißt du, was morgen noch ist? Nein. Okay, wir haben ja gesagt, wir verraten es nicht, ne? Robin, wir kommen zum Ende der Saison, du hast viele Tore geschossen. Jetzt bist du hoffentlich wieder fit. Du bist nicht mit ins Trainingslager gefahren, aber alles wieder in Ordnung. Ja. Der Mann der kurzen Worte, finde ich sehr gut. Er ist wieder gesund, er kann alles. Unsere Nummer 25, Robin! Also auch hier ist doch klar, entweder alle oder keiner. Hier steht neben mir die neue Nummer 11, Tim! Tim, klingt gut, oder? Super. Guck dir die Menschenmassen an, zum ersten Mal bei Borussia Mönchengladbach Saisoneröffnung, Gott sei Dank bei gutem Wetter. Alle spielen mit, du spielst mit, hast von der Tor geschossen. Hat er ein gutes Tor gemacht? Borussia Mönchengladbach, die große Strahlkraft, wie froh bist du, hier zu sein? Wahnsinnig froh. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Für mich war es relativ schnell klar, dass ich her möchte, dass es geklappt hat. Super. Waren sehr einfache Gespräche, und von daher freut es mich. Waren einfache Gespräche. Du bist in eine tolle Mannschaft gekommen mit vielen, vielen Borussen, die seit Jahren das Borussia-Gen in sich tragen. Hast du da schon ein bisschen was von mitbekommen, was die Raute bedeutet? Ja, ich glaube, man sieht es ja hier auch, was es bedeutet. Ich glaube, der Verein ist riesig, die Fankultur ist ein Wahnsinn, und von daher habe ich einfach Bock auf mehr. Er hat Bock auf mehr! So viel Applaus hatte keiner. Danke, Julia. Philosophie, und er war im letzten Jahr, so darf glaube ich jeder sagen, der Shootingstar bei unserer Borussia. Wir begrüßen noch einmal auf dieser Bühne, auf der er als kleiner Steppke schon gestanden hat, mit der Nummer 27, Rocco! Ich will ein Kind von dir! Rocco, ich habe mal nachgeguckt, viele Jahre ist es her, da standst du als kleiner Bub noch hier bei Borussia Mönchengladbach, heute als großer Fußballstar hier in unseren Reihen. Borussia Mönchengladbach, die große Liebe, und die zeigen es dir alle. Ist das ein cooles Gefühl? Macht dir das ein bisschen Gänsehaut, oder nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt? Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Danke für den Applaus. Ja, natürlich, es ist immer ein besonderer Moment, von so vielen Menschen Applaus zu bekommen, und so Zurufe ist immer sehr, sehr schön, und ich bin extrem dankbar dafür und auch sehr glücklich, auf jeden Fall. Willkommen, unsere neue Nummer 7, hier ist unser Kevin! Nee, ne? Nee. War gut, aber war nur gut, ne? Jetzt kommt sehr gut. Unsere Nummer 7, Kevin! Das war sehr gut. Vielen Dank, Kevin. Momente überall.
Wie war es für dich mit der Einwechslung, als denn dein Name durch den Borussia Park heilte? Ja, war natürlich sehr besonders und ja, zahlreiche Unterstützungen und war schon wirklich einmalig. Ihr seid einmalig. Stevie, die Saison steht an, hartes Trainingslager. Jetzt will ich mal von einem erfahrenen Spieler hören. Wie war es denn mit dem Staff, mit den Trainern am Tegernsee? Hart oder eher ein bisschen wie Urlaub? Na, ich finde, wir hatten eine extrem gute Balance. Wir haben am Limit trainiert. Wir hatten viele Testspiele. Es war wirklich eine sehr gute Performance von der Mannschaft. Aber auch die Mannschaft hat richtig gute Stimmung gehabt, richtig schöne Zeit gehabt und das ist genauso wichtig. Deswegen war es wirklich ein sehr gelungenes Trainingslager. Singen? Grundsätzlich singe ich sehr gerne. Ich behalte mir das gerne für besondere Momente auf. Und wenn, würde ich sagen, singen wir einmal alle. Das finde ich gut. Da brauche ich so einen Joe Skelly, brauche ich schon rechts neben mir. Joe? Ich glaube, das sehen wir uns für einen anderen Tag auf. Ja, es ist natürlich ein großartiger Verein und ich glaube, die Mannschaft ist auch enorm gut. Wir haben enorme Qualität und ich freue mich einfach, dass ich hier bin und will eine erfolgreiche Saison spielen. Erfolgreich. Erfolgreiche Saison, keine Frage. Jetzt ist natürlich klar, geht gleich mal richtig los. In Aue nächste Woche das Pokalspiel, dann direkt gegen den deutschen Meister. Denkt man da schon drüber nach als Spieler? Ja, definitiv. Es ist ja das Freitagabendspiel. Ich glaube, ganz Deutschland wird da hingucken. Und wenn wir da gewinnen und ein Zeichen setzen, dann ist es natürlich geil. Wird funktionieren.